Heute, was geht ab, Leute? Hier? Heute mit einem Trick, Bug, Cheat. Puh, weiß nicht genau, wie man das nennen soll. Ich habe das eigentlich schon mal in einem Video erwähnt, ist aber eigentlich untergegangen, nicht viele interessiert. Aber ich denke, es könnte jetzt fürs Wochenende, für Sonntag sehr interessant sein für viele, denn da sind Mewtwo X-Rays. Shiny Mewtwo, 100% Lucky Pitch Spookball aus dem X-Ray. Nee, Spaß. Aber möglicherweise Shiny Mewtwo mit Spookball, falls ihr Glück habt. Und das interessiert viele Leute sind wieder am Triggern, wollen die X-Rate-Einladungen. Im Vergleich dazu natürlich, das ganze Jahr Deoxys nicht sehr beliebt, hat kaum jemanden interessiert. Dementsprechend kann ich verstehen, dass das Video damals untergegangen ist, weil da war Deoxys in den X-Rates. Aber jetzt nochmal für euch, ein Trick, womit ihr mehrere Personen mit derselben Einladung einladen könnt. Ihr habt eine Einladung bekommen und ihr könnt jetzt, ich würde es auf zwei minimieren, zwei Leute einladen anstatt einem. Geht wahrscheinlich auch an drei oder so und mehr, aber man muss nicht übertreiben. Zwei Leute. Wie geht's? Offensichtlich so wie immer. Multiloggen. Ihr loggt euch gleichzeitig auf zwei Accounts ein, geht gleichzeitig auf die Einladung und schickt dann gleichzeitig los an zwei verschiedene. So einfach ist es. Und wie gesagt, ist es ein Cheat? Ist es ein Bug? Muss jeder für sich selber entscheiden. Also offensichtlich ist es ein Bug, weil das ist natürlich nicht gewollt. Ob man jetzt Bug Abuse als Cheaten bezeichnet oder ob man das machen sollte. Grauzone meiner Meinung nach. Wir haben schon viele Grauzonen-Themen besprochen, Grauzonen-Themen gemacht. Wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen will. Ich zeige euch mal ein Video, dass das klappt. Ich kann es selber halt nicht vorführen, weil ich kann die Einladung jetzt nicht losschicken, sondern das ist so eine Einladung, da will jemand davor noch was machen und dann dazwischen meine Einladung bekommen und dann wieder was anderes. Also dementsprechend kann ich das leider nicht selber ausprobieren. Aber wie gesagt, ich zeige euch mal, dass das funktioniert. Ist von vor 8 Monaten. Der Kollege benutzt Splitscreen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir können auch einfach zwei Devices benutzen, zwei Geräte. So, er geht auf beiden, auf die Einladung oder bei beiden. Er ist zweimal in denselben Account eingeloggt, nicht vergessen. Selbe Freunde, klar, selber Account. Er hat nur 10 Freunde. Tut mir leid, mein Freund. Also 10, die er einladen könnte. So, bei dem geht er da drauf. Bei der oben geht er auf den Kerl. Bei beiden klickt er auf OK. Und es ging an beide raus. Und danach hat er berichtet, dass beide erfolgreich am X-Ray teilgenommen haben. Und ich habe eigentlich auch nichts davon gehört, dass es seitdem gefixt wurde. Allgemein dieses Thema, dieser Thread hat auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also wie gesagt, damals Deoxys hat nicht so viel interessiert. Aber jetzt mit Mewtwo könnte das sehr interessant sein für Leute, weil so viele wie möglich Mewtwo haben wollen. Aus dem X-Ray mit Spookball, möglicherweise Shiny. Das ist mein Hinweis, meine Info an euch. Was ihr mit dieser Information macht, sei euch überlassen. Ich finde es offensichtlich jetzt nicht so schlimm, dementsprechend teile ich das ja auch. Würde ich es verachten, dann hätte ich es nicht mit euch geteilt, aber ich finde es okay. Ich habe jetzt niemanden, mit dem ich das machen könnte, aber für zukünftige X-Rates möglicherweise. Die Sache ist halt, die meisten Leute, mit denen ich rate, die haben eh dieselbe Einladung. Also da erstmal zwei Leute zu finden, die die Einladung nicht haben und haben wollen, das an sich ist schon eine Aufgabe, wo das meistens nicht passieren wird. Aber vielleicht hilft es euch ja weiter und ihr könnt zwei Leuten, also einer extra Person, eine Freude machen und die Person kriegt dann vielleicht einen Shiny 100er Mewtwo mit Spookball. Wer weiß? Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.